nur die beste neue Musik am Donnerstagnachmittag. Gleich mit Rihanna und Russian Roulette. Der Song geht über eine schwierige Beziehung. Man vermutet, dass sie das über Chris Brown geschrieben hat, wurde aber natürlich nie bestätigt. Klar. Ja, Max, red nicht so viel. Wir müssen weitermachen mit unserem großen, ultimativen Radio Galaxy Faschingskrapfen-Test. Zwei haben wir schon probiert und jetzt kommen die nächsten beiden und ich freue mich. Da ist Erdbeer dabei und Baileys Irish Cream. Ja. An dieser Stelle einfach auch mal Dankeschön an der Beck in Bamberg, der uns diese Karten zur Verfügung gestellt hat. Wunderbar. Ach, die Wunderbomber, da schaust du einmal weg und schon hast du den Karten im Mund. Jetzt weiß ich nicht mehr, welchen ich zuerst den Erdbeer Toll. Also so einen guten Erdbeerkarten habe ich noch nie gegessen. Oh ja, das stimmt. Der wird auch ganz gesessen. Kostet echt was das wohl, ne? Also Linda Baumann ist jetzt 5 Minuten ruhig, bis sie das Ding aufgegessen hat, ja. Doch, der ist gut. Hab ich nur noch so einen Mund hängen. Wir machen ja auch ein Video für Radio Galaxy.de. Und der zweite Krapfen ist Baileys. Da ist auch wirklich Alkohol drin. Deswegen müssen wir den jetzt schon essen, weil wenn wir den um 19 Uhr erst essen, da, ne? Und schön auch die Nüsse oben drauf, so krokant. Sehr gut. Sehr lecker und sehr. Also, da schmeckt man schon, dass da Alkohol drin ist. Geht ja darum, dass wir gesagt haben: Mensch, es ist langweilig, immer nur die Kristallzucker und die Puderzuckerkrapfen zu haben. Mein Gott, dann sollte man lieber dein Gesicht sauber machen. Und deswegen haben wir gesagt: Wir suchen mal 13 verschiedene Krapfen, die eben nicht normal sind, sag ich mal. Und wir bewerten die auch und heute Abend dann so um kurz zu 7 sagen wir euch, welche uns am besten geschmeckt hat. Also wir haben noch jede Menge zu testen. Auf jeden Fall, es sind noch sehr viel Experimentelle auch dabei. Aber Erdbeer und Bailey, das war schon mal richtig lecker. Dann machen wir jetzt unsere Noten und dann geht's weiter.